Liebe Bewohnerinnen und Bewohner hier in der Altstadt, ich stehe hier am Schmittenloch, dem Aufstieg auch von der Innenstadt in die Altstadt. Und Sie wissen, es ist sehr steil. Eines der Ziele aus dem integrierten Stadtteilentwicklungskonzept ist es, auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, mit Menschen mit Kinderwagen oder dem E-Bike, die Altstadt leichter zugänglich zu machen. Wir haben im Jahre 2019 schon eine erste Machbarkeitsstudie erstellt und überlegt, wo könnte denn hier eine gute Verbindung von der Innenstadt zur Altstadt sein. Die erste Idee war, einen Aufzug von der Talstraße hochfahren zu lassen, vom Parkplatz an der Tal hochfahren zu lassen und mit einem Steg rüberzukommen zum Kirchplatz. Diese Idee hatten wir ausformuliert. Die Planerin, die Frau Bonfanti aus Wiel, hatte das quasi durchgeplant und wir haben es der Bezirksregierung und dem Ministerium gezeigt. Dort war die Reaktion nicht positiv, sondern es wurde gesagt, das ist quasi zu groß, zu überdimensioniert für die Altstadt. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach einem neuen Standort und haben unter Abwägung ganz vieler Aspekte, auch der Verbindung, der Wegeverbindung von der Kölner Straße zur Altstadt, hier überlegt, am Schmittenloch eine neue Treppe zu machen und an der Treppe einen Schrägaufzug zu installieren. Sie werden die Grafik vielleicht gesehen haben. Es ist nicht nur eine neue Treppe und ein neuer Schrägaufzug, sondern die Idee ist, einen attraktiven neuen Ankommensort zu schaffen. Die Idee der Architektin war, einen Steg mit einer Aussichtsplattform zu haben, wo man in die Innenstadt runterschauen kann, aber auch das Heimatmuseum, wo wir hier stehen, toll sehen zu können. Es geht also darum, einen neuen Auftakt auch für touristische Nutzungen, für Gäste, für Besucher und Besucherinnen zu schaffen. In dem Flyer, den wir an alle Haushalte verteilt haben, war die Grafik für dieses Projekt zu sehen. Mit diesem Projekt hier, dem sogenannten Brückenschlag am Schmittenloch, möchten wir auch verdeutlichen, wie wir in der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes arbeiten möchten. Wir machen einen Vorschlag, es gibt eine Idee, es gibt eine geprüfte Variante, die wird den Bürger und Bürgerinnen vorgestellt. Leider konnten wir das aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht ausreichend tun. Wir haben ganz viele verschiedene Formate schon uns überlegt und immer wieder kam die Corona-Situation uns in die Quere. Wir haben aber jetzt mit den Anwohnern, sowohl die hier in der Villa Krawinkel wohnen, gesprochen. Wir haben mit dem Heimatverein gesprochen. Wir haben alle Bedenken und Anregungen aufgenommen und gemeinsam mit der Architektin, mit dem Architekturbüro Bonfanti aus Wiel, werden wir jetzt verschiedene Varianten neu überarbeiten, um eine für alle gute Lösung zu finden. Wir werden dann, wenn wir das Projekt überarbeitet haben, wieder auf die direkten Anwohner und Anwohnerinnen sowie auf das Heimatmuseum und den Verein und den Vorstand zugehen und dort die Planung diskutieren. Es startet jetzt, ich denke mal nach der Sommerpause, ein kommunikativer Prozess. Wir werden mit allen Projekten auf Sie zukommen, Sie vorstellen und nochmal diskutieren. Manche Dinge sind auch vom Ministerium, von der Regionalagentur gefördert, sodass wir nicht bei jedem Projekt bei Null anfangen, das auf gar keinen Fall. Aber es gibt bei jedem Projekt Handlungsspielraum und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir freuen uns nicht nur darauf, die vielen schönen Projekte umzusetzen, sondern wir vom Stadtteilmanagement, mein Team und ich, haben den Auftrag bekommen, hier Sie auch bei der Umsetzung des integrierten Stadtteilentwicklungskonzeptes zu begleiten. Wir freuen uns auch auf die Kommunikation mit Ihnen und gemeinsam auf das Schärfen der vielen tollen Projekte, die in den nächsten 5, 6, 7 Jahren hier umgesetzt werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören.